So, Freunde, einen wunderschönen guten Tag, lieber Lords Mobile Spieler, liebe Lords Mobile Spielerin. Ich weiß, ich sehe aus wie der letzte Mensch, aber ich kam gerade vom Training und ich habe sehr viele Nachrichten auf Line bekommen, beziehungsweise auch in sehr vielen Gruppen wird gerade diskutiert, weil es kommt ein neues Update raus. Ich wusste davon nichts. Seit dem 24 Stunden KVK Livestream habe ich nicht so oft mit IGG geschrieben und auch nicht nachgefragt über Updates. Das werde ich jetzt natürlich nachholen, um da noch weitere Infos zu bekommen, vielleicht morgen oder sogar noch heute einen Livestream über das Update zu machen. Aber es hat schon ein YouTuber ein paar Infos rausgehauen und man kann in dem 50 Sekunden Video hier einiges erkennen, über das wir jetzt hier ein bisschen sprechen werden. Und falls ihr Lust habt, dass ich euch weiter über Updates am Laufenden halte, euch solche Videos gefallen und ihr gern immer auf den neuesten Stand bleiben wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten ist, denke ich, alles gesagt. Wir schauen uns jetzt hier das nächste Update hier in Lords Mobile an und gucken mal, was uns so erwartet. So, es ist ein 5-Sekunden-Video, also sollte kein so langes Video geben. Ich werde natürlich auf die einzelnen Dinge, die man hier sieht, etwas kommentieren. Einmal habe ich schon im Schnelldurchlauf angesehen, aber nicht im Detail. Deswegen ist das hier eigentlich quasi direkt so frei Schnauze, was ich zu den einzelnen Update-Sachen denke. Ich habe auch gehört, dass zusätzlich, was wir gleich sehen werden, neue Essenzen rauskommen werden. Das bedeutet, dass wir... Oh, das ist hier schon mal sehr interessant. Höhere Dunkelnester als 25er Essenzen bekommen. Da bin ich auch sehr gespannt. Da sollen unter anderem auch neue Gegenstände verfügbar sein in diesen Dunkelnestern, logischerweise. Und ich bin da wirklich sehr gespannt, was jetzt da so erwartet. Ihr seht es, man bekommt jetzt quasi dasselbe UI, was man auch beim Refugium hat. Zusätzlich nochmal bei Quests, also man kann täglich nochmal weitere Quests abschließen. Was jetzt natürlich noch sehr interessant wird, zu wissen, was in diesen Kisten ist. Ob da sehr, sehr gute Belohnungen drin sind, ob da in der 100er Kiste zum Beispiel täglich vielleicht ja sogar irgendwas Nützliches oder Paymäßiges ist, wie Uraltbücher oder sowas. Das wäre natürlich richtig geil, wenn sie da jetzt quasi den Free-to-Play-Spielern die Möglichkeit geben, dort auch, sag ich mal, Pay-Gegenstände zu kommen. Ich scroll mal hier noch so ein bisschen zurück, weil da waren ein paar interessante Infos bei. Also das hier ist, die ersten drei Sachen sind nicht wirklich interessant, so, da ist nichts schwierig von. Use Emotes finde ich jetzt nicht so nice, weil davon hast du als Free-to-Play-Spieler nicht unendlich. Aber vielleicht kann man das ja auch ohne. Ich habe jetzt hier nicht zusammengezählt. Warte mal, das können wir mal machen. Ne, das machen wir zum Schluss mal. Die ganzen Punkte hier, das sind ja die Punkte. Ihr seht ja meinen Pfeil, ja. Die man braucht, um diese 100 hier voll zu kriegen. Wir zählen gleich mal nochmal alles zusammen. Und gucken mal, auf wie viele Punkte man mit den ganzen Quests hier kommt. Kann ja sein, dass man nicht jede Quest erfüllen muss, um am Ende bei 100 zu landen. Get Hero Medals war das schon mal. Vom Hero Stages, das klingt sehr einfach. Man braucht auch nur eine. Also zumindest steht da 0 von 1. Oder steht hier irgendeine Anzahl an Medaillen, die man braucht? Nee. Also das ist natürlich sehr einfach. Auch Free-to-Play möglich. Constructor Upgrade Buildings. Klar, da muss man halt irgendwie Nahrungsgebäude oder so haben, was man immer mal wieder eins hochstuft und dann wieder abreißt oder so. Damit man das auch immer machen kann. Bei Research Technology, da bin ich mal gespannt, was sollen denn da die, ob man, wenn man Max Forschung ist, das wäre natürlich klug, IGG, also mich interessiert das nicht, ich bin in 800 Jahren nicht Max Forschung, aber ob man dann quasi die immer automatisch einsammeln kann, das wird man natürlich nicht jeden Tag abschließen können, weil es gibt auch große Forschungen, da kannst du nicht als Free-to-Play-Spieler das immer speeden. Mach Handelsschiff. Mach einmal ein Handelsschiffhandel, das ist auch easy. Gildenhilfe senden 5-mal ist auch easy. Holy Stars 100 ist auch easy, wenn man den Begleiter Trickster hat. Use Resource Item, also einmal einfach irgendein Item, was Ressourcen gibt, aus dem Rucksack nehmen, ist auch easy. Speedups 2-mal benutzen. Wenn das generell einfach nur Speedups sind und man einfach nur zweimal in 1 Minuten Speedup benutzen kann, ist auch easy. Dann Dunkelessenzen auch easy. Energiespenden 18.000 auch easy. Alles Free-to-Play möglich. Stamina nutzen 160 auch Free-to-Play möglich. Gibt 10. Battle im Kolosseum einmal auch easy. Oh, warte mal, das ist jetzt ein bisschen schnell. Heil Verwundete
Truppen, 50, machst du, allein wenn du das, wenn du da oben die, die Aufgabe Dunkelnest erfüllt hast, beim Dunkelnest gehen ja auch ein paar Truppen manchmal ins Lazar, dann kannst du die einfach heilen, also du musst nicht mal kämpfen wirklich, aus deinem Schild kommen kannst du es machen. Stein und alles sammeln, 100.000 ist natürlich easy, aber das bringt dann, ich habe keine Ahnung, seit einem Jahr nicht mehr gesammelt, das bringt mich ja wieder zum Sammeln. Das hier ist nicht easy. Also Token kann man auch noch Free-to-Play schaffen, muss man halt ab und zu mal sich einmal im Monat Tokens kaufen mit Gems, wenn man das wirklich braucht. Aber hier Familiar Support Skill sind ein paar, also man wird definitiv nicht alles Free-to-Play schaffen. So, und jetzt machen wir nochmal was Interessantes, nämlich wir zählen einmal die ganzen Punkte zusammen. Also hier haben wir 15, ne? 5 durch den Daily Login, dann hier die Chest. So, dann sind wir bei 15 und bei den Truppen Shelter. Use Emotes und Hero Stages sind wir bei 25. Mit dem Building Ding sind wir bei 35. Dann haben wir Forschung, sind wir bei 45. 50 mit den Handelsschiff, 55 mit Hilfesendung. 60 mit Heilige Sterne, 65 mit einem Ressourcen-Item benutzen. Oh, warte mal. 65 mit Ressourcen-Item benutzen. Wo sind wir jetzt? 70 mit Speed-Ups benutzen. 75 mit Essence. Dann sind wir bei 95 mit Energie und Stamina. Kolosseum sind wir bei 100. Mit den Truppen waren wir bei 110. Also wir können trotzdem nochmal zurückgehen. 110. Verwundete Truppenheilen sind dann 115. Dann sind wir hier bei 130 mit den ganzen Ressourcen sammeln. Also easy. Also man kann das vielleicht wirklich Free-to-Play, wenn man diese Quests rausnimmt, die nicht Free-to-Play sind, ganz easy schaffen, auf 100 zu kommen. Da bin ich mal echt gespannt, was in dieser 100er Kiste drin ist. Also ich versuche natürlich Informationen dafür euch zu bekommen. Bis jetzt sehr, sehr interessant. Hier hat er auch nochmal das Update gezeigt. Das ist jetzt hier, ich weiß gar nicht, sieht wieder nach Taiwan-Server aus. Also was wir gerade gesehen haben, diese Daily Quest, Check Questboard wird hinzugefügt. Dann in der Drachenarena kriegt man freie, wie heißen sie hier, Flügelstiefel, wenn man in die Arena kommt. Okay, dann Darkness Upgrade Added. Oh, jetzt hier steht's auch. Es werden Level 6 Dunkelnester dem Spiel hinzugefügt, die Essenzen höher 26 plus geben. Familiars werden ihre Army-Talente, also ihre Armeetalente in manchen Level 5 Dunkelnestern nutzen können. Und ganz interessant, endlich Leute, endlich, endlich, wir haben es schon 100 Mal haben wir es uns gewünscht. Das Gildenduell bekommt endlich neue bzw. bessere Preise. Hier Event-Prizes werden, werden erhöht und es werden neue Levels hinzugefügt. Denn es war für eine etablierte große Gilde einfach innerhalb von 24 Stunden möglich, diese 6 Millionen Punkte zu erreichen und Stufe 3 abzuschließen, und dann hatte man einfach 2 Tage lang bei diesem Event nichts mehr zu tun. Ich hoffe, sie machen eine zweite Stufe, also eine vierte Stufe mit 10 Millionen und eine fünfte Stufe mit 15 Millionen Punkten, und bei diesen 15 Millionen gibt es richtig krasse Belohnungen, die auch selbst Low-Cashern und vor allem auch Free-to-Play-Spielern natürlich, die schon lange dabei sind, also seit Anfang spielen, seit 4 Jahren oder seit 3 Jahren, dann auch noch etwas bringen. Das würde mich sehr freuen. Ich bin sehr, also das ist noch mit den Dunkelnestern 26, ist das hier noch mit der interessanteste Punkt. Also bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Man liest daraus jetzt nichts, was jetzt, sag ich mal, wieder nur für Casher ist. Ein Level 6 Dunkelnest wirst du natürlich nicht als Free-to-Play-Spieler schaffen, kann dir aber egal sein. Du musst ja einfach nur einen Rallye-Leiter aus deinem Bündnis joinen. Diese täglichen Quests bis Kiste 100 oder bis die 100er Kiste scheint für mich nach dem ersten Augenblick jetzt erstmal free to play machbar zu sein. Werden wir natürlich dann sehen, wenn es raus ist.
Und das Gildenduell ist natürlich sehr, sehr interessant. Das würde dann wieder ein Event für LOTS Mobile interessanter machen, neben dem KVK. Also wenn man da gute Belohnungen kriegt, ist es dann wieder so eine Art kleine Challenge, was das Event für die nächsten paar Monate wieder interessant macht. Und das begrüße ich sehr. Also ich bin bis jetzt erstmal sehr, sehr positiv überrascht. Ich bin ganz gespannt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wie gesagt, würde mich auf jeden Fall freuen. Unterstützt unsere Community und dann sehe ich, dass ich auch immer, egal wie verschlafen oder K.O. ich aussehe, euch immer auf den Laufenden halten soll. Der Link zu seinem Video ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Man soll auch den anderen seinen Hack gönnen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim LOTS Mobile Zocken weiterhin. Ich freue mich aufs Update und hoffe, ich kriege mehr Infos. Ciao, ciao, Freunde.